hör mal auf mit dem scheiß Corona. Ich kann's nicht mehr hören. Was machen wir jetzt? Verbrenner! Bist du einer von den lustigen Scherzerl oder was? Nein, ich ruf erst die Spusi an. Was ist sonst noch? Der hat ein Schwert im Hals. Du nuschelst nochmal, ich hab's nicht verstanden. Ich hab studiert an der Schauspielschule, ich nuschel nicht. Nochmal. Der hat ein Schwert im Hals. Ja, wahrscheinlich war es ja langweilig in der Quarantäne, gell? Du machst jetzt ein Absperrbandel drum und kommst ins Büro, okay? Und bring mir bitte ein Espresso mit, ja? Bussi! Hallo? Hallo, Frau Purwinger? Hey, Purwingerin! Da krieg ich keine Luft. Frau Purwinger, da ist der Chef. Auf geht's! Was? Ja, was? Zeuginsuche, raus aus dem Homeoffice und tschüss! Wo? Ja, wo? Herrschaft, am Tatort, Tumlinger Straße 7. Aber es ist gleich Mittag. Ja, na sind die Leute zum Fressen daheim. Auf geht's, Mahlzeit! Aber ich hab keine Atemschutzmaske. Ich kann's nimmer hören. Scheiß Corona. Nehmen wir's halt eine Plastiktüte. Das geht? Ja, langsam atmen, ruhig sprechen. Das haben wir früher auch so gemacht, gell? Auf geht's, pfiat einer. Servus, Chef. McMurran? Servus, Scotty. Grüß dich. Du, fahrst du bitte mal in die Tumblinger Straße 7? Nach draußen? Ich mache da momentan gerade Homeoffice. Was? Lauter wichtige Sachen. Berichte schreiben, Ablagen und. Na, du sollst in die Tumblinger Straße 7. Warum? Ja, Spurensicherung am Tatort. Sofort. Ja, aber ich habe doch gar kein PPE, kein Personal Protection Equipment, also gar keinen Schutzanzug mehr. Ich kann's nicht mehr hören. Scheiß Corona, lass dir was einfallen. Ja, du bist doch Schotte. Seid doch solche Erfinder. Ja, das ist schon richtig, aber wir sind doch hier in Deutschland. Bayern, das ist ganz was anderes. Jetzt mach bitte. Alright. Servus. Silly bugger, not even 5 minutes for myself. Grüß Gott, Krito, Corona. Ja gut, dass Sie sofort gekommen sind, ne? Boah, das ist nicht zum Aushalten hier, ne? Hör mal, die Kinder machen die ganze Zeit Tullus, die Alten sind am Rumlaufen, die Nachbarn, ey, die machen mich sottig, hör mal. Da kriegst du doch die Pimpernellen. Moment einmal, was ist denn die Nummer von der Pathologie? Achso, ja. Löse Krugmöller. Kommissar Wolpert hier. Sie, Frau Kriegel. Löse Krugmöller. Ja, ist schon recht. Sie kriegen jetzt ein neues Opfer, männlich. Ah, und was meint die Spusi? Ja, kommt erst nur. Der Kollege vor Ort meint Treppensturz, vielleicht ein Mord. Ja, vielleicht auch Covid-19. Ich kann's nicht mehr hören, scheiß Corona. Vielleicht hat ihm noch einer geschubst. Was ist das denn? Was denn? Haben sie gerade wieder einen Toten am Tisch? Das ist... Ja, was? Absolut ekelhaft. Ja, das wundert mich eh, dass man sowas aushält, gell? Zum Glück rührt man das nicht durchs Telefon. Das ist wirklich ein Haar. Wow. Und so eine Cuticula, die kenne ich nur aus einem Land. Indien. Ja, das ist doch ein Anhaltspunkt. Jetzt wissen sie, wo das Opfer her ist. Ja. Von meinem Lieblingsitaliener. Nein, ich bin nicht panisch. Wir haben immer Nudeln auf Lager. 10 Kilo sind schnell weg. Ach Gott, nochmal. Soko Corona, Kommissar Wolpert am Telefon. Guten Morgen, Herr Wolpertinger. Wie geht es Ihnen? Ja, mei. Das freut mich sehr.
Vertrauen Sie eigentlich Ihrer Versicherung? Na? Ich hätte ein tolles Angebot für Sie. Was denn? Ich biete Ihnen eine optimale Altersvorsorge. Ich biete Ihnen alle Chancen des Kapitalmarktes und ich biete Ihnen, im Alter komplett flexibel zu bleiben finanziell. Was sagen Sie dazu? Ich biete Ihnen Original-Tatortreiniger-Profi-Desinfektion. Die 1-Liter-Flasche für 39,95. Ich nehme 5. Es reicht. Wieso muss ich denn immer alles selber machen? Herrgott nochmal! Bobby! Wir brauchen 5 Liter von der Desinfektion. Hol's einmal, bitte. Moment, ich hab nicht zwei Hände. Sei fix. Danke. Dann schauen wir mal, schwer dem Hals. So, liebe Schüler, heute ist soweit. Heute könnt ihr zeigen, was wirklich in euch steckt. Wir üben den sogenannten Drop und dafür ein Schwertabschlecker. Kopf ganz nach hinten und langsam einrutschen lassen. Jawohl, super! Da, dein Espresso! Danke, Spatzel. Hast du den Tatort absperren lassen? Nein! Da ist jetzt keine Streife vor Ort. Brauchst du's? Ja, spinnt der Peppi. Freilich. Ja, ich sag Bescheid. Zieh fix. Das muss dir mal anschauen. So ein Schmarrn.